Oh. Der versucht uns hier in den Dschungel zu locken. Ich lasse mich nicht von irgendwelchen Wurmviechern nachts in den Wald locken. Kommt gar nicht in Frage. Das ist die Helden. Was ist er hier? Ragnusau. Ich glaube, das ist der Originalname. Ich lasse mich nicht nachts von irgendwelchen Viechern in den Wald locken. Danke. Ich mag die hohe Reichweite. Okay, die haben auch 20 Schaden. Ich glaube, den Rest mache ich wirklich mit Gras. Okay, Verseuchung. Terror, zack. Oh, da ist irgendwann so ein Schleicher. Und die muss man relativ schnell aufdecken. Und da ist Luftabwehr. Verseuchter Terraner. Ja, läuft doch relativ gut. Ist mir egal, ob ich eingräbst oder nicht. Aber hier oben ist noch einer. So, den Ghost könnte ich aber... den Gas-Junkie könnte ich aber auch mal Schild geben. Hat doch ganz gut funktioniert. Oh, das ist die Luftabwehr. Das ist nicht Vernichter. Das ist die Luftabwehr, der Zerg. Oh, die sehen cool aus. Die Statuen. Die sahen früher nicht so geil aus. Doch, die sahen früher auch geil aus. Halt nur ein bisschen flacher. Das sieht ein bisschen komisch aus, denn dieses Ding hier hat halt mehr Textur, also hat eine höhere Auflösung als der Boden. Das wirkt ein bisschen merkwürdig. Okay, wir machen hier erstmal die ganzen Sporenkolonien kaputt, die nicht umbenannt sind. Ich glaube aber, ich sollte mich zurückziehen, um halt, ja wie gesagt, nachhaltig zu arbeiten. Und wenn irgendwas Rettbares ist, und damit das nicht sofort getötet wird. So, das sind zwei Stück, dann haben wir wieder 12, aber ich möchte gern zwei... Sani... Haschenschwestern mit dabei haben? Goliath müsste ich noch bauen. Und hiervon bräuchte ich noch einen. Ah, unsere Wirtschaft schwächelt langsam. Aber zur Not mache ich das einfach mit den Helden. Wie sah das aus? 90 ein paar Tausend, obwohl sie wird wahrscheinlich schnell drauf gehen. Sie ist ganz vernünftig mit dem Kanistergewehr. Aber ich glaube, ich brauche sie für irgendwas Wichtiges. Hab ich mir auch dran gedacht. Mit Vergnügen. So, Goliath ist... Der hat auch... Haben die alle so komische Namen? Oder habe ich schon einen gebaut? Ich kann die ja auch irgendwann mal mit in Team nehmen, aber ich würde dann gern auf meine Geister warten. Soll ich die Rüstung noch kaufen? Bringt das bei denen mehr? Eine Dreier-Rüstung ist schon schön. Also Rüstung funktioniert so, wenn zum Beispiel der Gegner 10 Schaden macht, wird von diesen 10 Schaden halt, würde jetzt 2 abgezogen werden. Das heißt, der Gegner macht halt nur 8 Schaden. Allerdings reduziert auf minimal 1. Das heißt, wenn ein Gegner 10 Schaden macht, die aber 200 Rüstung, kriegt trotzdem einen Schaden. Das ist, um zu verhindern, dass Einheiten dadurch unsterblich werden. Ich meine, die Eier und Larven der Zerg haben unglaublich große Rüstungswerte. Ich glaube, die haben Rüstungswert von 255. Ich glaube, 255 mehr darf man nicht geben. Ich glaube, auch die haben 255. Ich glaube, mehr als 255 Rüstung darf sie nicht geben. Mehr macht halt mega wenig Schaden, hat dafür aber viel Leben. Ich kann so ein Schluckschwein werden. Jetzt habe ich mir das so ausgedacht, so die Krankenschwestern dauern auch nicht so lange. Ist noch irgendwas in der Zwischenzeit, was ich noch erzählen könnte? Okay, für einen Huni jeweils kann ich auch hier mal die Rüstung der Fahrzeuge aufrüsten. Wahrscheinlich geht auch er hier mit seinen 19 Schaden richtig ab. Hatte ich das nicht eben mit 16 ausgerestet? Es ist auf jeden Fall 19. Na, ich möchte jetzt keine Katze töten. Ich glaube, wenn man die hier ganz oft anklickt, dann platzen die. Ach so, genau, wegen meines Namens. Hier gibt es, meine ich, auch eine Fraktion, ich glaube, das ist sogar auf dieser Karte, mit dem Namen Gefasel. Und es gibt auch mal meinen Namen mit einem E anstatt eines Y. So, gehen wir noch hier. Wie wahrscheinlich ist das eigentlich, dass mir Ann-Kathrin hier verreckt? Übrigens, Ann-Kathrin nicht verwechseln mit Anne-Kathrin. Das ist eine andere Figur. Die Grüße gehen raus an der Stelle. Unwahrscheinlich, dass sie das sieht. Also, fast unmöglich, dass der eine das sieht. Bei der anderen weiß ich es nicht genau. So, die pullen jetzt erstmal wieder zusammen. Ihr seid die neue Erste und du folgst einem davon.
Okay, bei Zerg braucht man mit Stopper sowieso nicht arbeiten, von da brauche ich ja nicht auswählen. Was seid ihr hier? Seid ihr wenigstens... Ah, das ist ein Biolehrer! Und das ist ein super Biogeier. Seid wenigstens ein bisschen konsequent. Hier hat sich wieder so ein Ding eingebuddelt irgendwo. Vor dem muss ich aufpassen. Okay, die sind nicht umbenannt. Matriarchin ist die Königin-Version. Okay, das ist eine Tiefenkolonie, eine relativ reguläre. So, die ganz vorne werden jetzt hier mal geschützt. Ah, das ist der Kokon. Weiß nicht, was ich damit machen muss. So ein bisschen auf Abstand. Da. Beschützt mich! Beschützt den Abschwellenden. Ja, das war's. Ich bin fast hinüber. Rettet mich vor den Vernichtern. Kann ich wirklich Schild nicht auf mich selber? Okay, ich habe sowieso keine Energie mehr. Das war eine interessante Kombination, die ich mir hier ausgedacht habe. Okay, das ist der Kokon. Da kommt garantiert irgendwas raus, was ich dann beschützen muss. Und da würde ich sagen, voller Rückzug. Wir haben 4 Leute verloren. Die können wir aber auch mal auffüllen mit dem Kram, der hier steht. Und ich könnte einfach auch mal einen WWF nehmen. So, hier. Die Hippie-Gras-Junkies achten natürlich auf Nachhaltigkeit. Obwohl, ich glaube, ich muss mal gucken, wie die Fraktion heißt, in der ich selber bin. Ich meine, das hier ist vor der Gründung des Grass-Junkie-Clans. Und ich habe 3 Spuren. Ich weiß allerdings bis heute auch nicht, was die Sporen sollen, was die Sporen machen. Und zwar dieser lila Schnodder, den die Vernichter ausrotzen, der bleibt ja an einem Heften. Ich weiß nicht, ob der einen langsamer macht. Oder was der genau macht. Nee, der grüne Schnodder von Königin und Kerrigan, der macht einen langsamer, das weiß ich. So, geh mal ein bisschen nach hier, dann kann ich die hier wieder als erstes zusammenfassen. Alter, der Goliath ist ja schon wieder auch. Ist ja fast hinüber. Ist er gerade in die Mine getreten oder was? Okay, 19 Schaden ist auf jeden Fall lecker. 120 Leben auch. Der ist nicht Patrick-artig diesmal, aber 25 Schaden ist auch schon okay. So, fliegt man den Goliath zusammen. Und du folgst am besten dem Panzer. Was sagt der? Comlink online. Das hat er früher gesagt. Wie kann man ganz oft anklicken, dann sagen die komische Sachen. Lull. Auch noch übersetzt für den deutschen Markt. Die anderen, also ich glaube, Amerikaner haben keinen TÜV als solches, oder? Ich glaube, die dürfen mit jeglicher Schrottkarre rumfahren, wo die Bock drauf haben. Wenn da allerdings jemand wegen der Schrottkarre verletzt wird, dann gibt es halt richtig Ärger. Das ist Amerika so, du darfst halt so viele Sachen machen. Oh, Eva, verhaftet. Ach, sie ist unsterblich. Wenn die keine Leben hier angezeigt bekommen, sind die unsterblich. Aber ich würde jetzt mein Glück nicht drauf ankommen lassen. Okay, die verhaftete Eva muss ich dann nach da oben bringen, meine ich. Ich gucke nochmal Missionsziele. Baue ein Cracklabor, markierte Stelle. Dann eliminiere Eva, markierter Platz. Stopp den Klonvorgang, verankert den Kokon. Müssen wir gucken, wo der Klonplatz ist und wo der Kokon ist. Ah, schon wieder das Problem. Hier deckt ihn mal auf. Können die noch erledigen. Sehr schön. Interessante Taktik, die man hier anwenden muss. Lass mich in Ruhe. Böser Vernichter. Hier war noch einer von denen. Jetzt bin ich schon wieder zugeschleimt. Seht ihr diesen rosa Schleim an mir dran? Ekelhaft. Mach weg. Sie lagere ich mal hier, dann stelle ich mir ein neues Team zusammen. Also, was ist? Mit. Los.